Morgen, Leute. Es ist schon Tag 6, Freitag. Ich habe heute Morgen an dem Fluss, wo wir gestern Abend noch mal gar kein Video gemacht, angefangen so ein bisschen zu kränkeln, ein bisschen kalt und Halsschmerzen. Hatte ich dann noch nicht so den Nerv, aber wir sind jetzt 20 Kilometer von Dinge. Und da hole ich mich dann mal ein bisschen raus und vielleicht bleiben wir noch einfach mal zwei Tage. Zeige ich euch dann gleich mal, wenn wir da sind. So Leute, wir fahren nach dem guten Tipp zu Kalamahoo Beach. Ich werd bescheuert, hier wird Star Wars 7 und 8 gedreht, die Insel, wo der alte Luke Skywalker sich zurückzieht, das ist so fucking episch. Ja, ohne, das sieht doch besser aus. Also an dem Strand, wo wir hinfahren, ein Stück, und ich glaube dann die oder die Insel, wo der dann so einsam ist, das wird alles zusammengeschnitten, als wäre das gleiche, aber hier wurde fucking Star Wars gedreht. Und mit Sandstrand gleich, das soll wie karibische Flair sein. Das ist der Wahnsinn. Direkt wieder wettgemacht, dass ich hier so am Rumkränkel bin. Da kann man schon ein bisschen ausspannen. Oh mein Gott, alter Jedi-Meister Luke, wir kommen. Guck mal, Daddy, geradeaus. So, wir können uns aber auch hier hinstellen und das bisschen runterlaufen oder so erstmal. Also ich fahr mal her. Wahnsinn. Kann man alles gar nicht so genau einfangen. Ist aber so ziemlich der schönste Ort, wo ich jemals war. Ja. So, jetzt bin ich am Strand hier unten. Mega, hier so eine Quelle. Strandzeug. Kranker Scheiß. So, ich habe mich jetzt hier in den Felsen eingerichtet. Jetzt kommt gerade ein bisschen Nebel auf, wo ich schwimmen wollte. Ist ein bisschen kühl. Aber ja, ist schon eine nice Aussicht. Kann man sich geben. So, das ist hier die Innenperspektive. Da kommt schon Stein. Hier kann ich mich umziehen. Das typische Urlaubsfoto mit den Füßen. So. Und hier habe ich eine kleine Pinkelecke. Da dürfte mich, glaube ich, grob keiner sehen. Ja gut, mein Kopf, aber who cares. Geil. Vorhin habe ich die, glaube ich, nicht richtig dran gehalten. Guckt euch mal diese Quellen, das ist fast wie in Österreich. Und hier so mitten aus dem Stein, dem ganzen Moos. Nice. So, heute gibt es mal Hotdogs. Zack rein, Barbecue, Zwiebeln, Gurken. Cheddar, alles am Start. Ja, schütt doch mal weg. Puh, Leute, wie das von richtig Nebel jetzt in
Sonne da übergeht, den Berg. Holy shit, sieht das geil aus. So fucking amazing. Wo bin ich hier gelandet? On Dog Sands. Einer meiner Lieblingsfilme. So. Guten Morgen, Leute. Ich habe jetzt 14 Stunden gelegen. Von 12 Stunden mit ein paar Unterbrechungen würde ich sagen, ungefähr geschlafen, geschwitzt wie sau, aber auch getrunken wie sau. Aber jetzt aufgestanden. Die Sonne scheint. Dieser absolute Wahnsinnsspot hinter allen Meeresrauschen. Mir geht es schon noch deutlich besser. Jetzt geht es auch relativ elendig. Hoffen wir mal, dass wir uns hier nicht gegenseitig anstecken. Ja. Da hat ein Kumpel gesagt, gibt es einen coolen Pfad, den werde ich dann heute mal erkunden. Kann Opa sich in Ruhe. Wir wollen ja heute komplett hier bleiben. Kann Opa sich ausruhen. Ich gehe den Pfad erkunden. Später vielleicht nochmal da zum Strand runter. Und dann geht es erst morgen weiter. Schauen wir mal. Ich halte euch am Laufen. So Leute, ich war da unten an der Quelle, die ich euch gestern mal gezeigt habe. Hier mit einer Waschschüssel. Das, was ich am Leib habe hier, noch ein T-Shirt und eine kurze Hose, ist so ziemlich das Einzige, was ich noch besitze. Und bei so strahlendem Sonnenschein hat es ja Sinn gemacht, heute mal komplett Wäsche zu machen. Ein paar Socken ist verschwunden, aber ich habe ja noch zwei. Ja, ich denke, bei so ballernder Sonne müsste das bis heute Abend trocken sein. Noch ein bisschen was unternehmen und später nochmal wenden. Aber guckt euch das an. Absolut blauer Himmel. Nicht eine Nebelschwarte und da hinten mal so drei Wölkchen. Das ist der Wahnsinn. Ja, heute da eine Kombination nochmal aus am Strand chillen und da beim Kamm expecten hier. So, gestern war das nicht so krass. Ich weiß nicht, ob ihr das Meer glitzern sehen könnt. Ja, wartet mal. Das sieht fast aus wie ein Dragon Quest, wenn man über so Hügel zu so einer Meeresstadt kommt. Boah, das ist richtig Urlaub. Mit Sonnencreme und kurze Hose in Irland am Meer und am Strand hocken, ist vollkommen crazy. So Leute. Kleiner Rucksack ist gepackt. Kann ich euch gleich mal ein Loadout zeigen. Jetzt lassen wir mal kurz diesen geilen Strand hinter uns. Und machen uns auf den Weg auf diesen Hügel. Kann. Sieht ganz geil aus. Da ballert die Sonne, denke ich, wie verrückt. Aber wird cool, ich habe Buch und Bier dabei. Und Schuhe. Ah, hier, Dunmore Heath. Ich werde verrückt. Zumal kann man das sehen. Ja, hier wurde Last Jedi gedreht. Warum ist das so? Ach, ne. Ach, kann man einfach auf. Okay. Geil. Dann gehen wir mal auf den Spuren von Last Jedi, alter Luke Skywalker. Bam. So, man bemerke. Hier wie ein Videospiel, das ist der offizielle Weg. Ja, also ganz großartig für alte Leute, weil da ist Zaun und Klippe. Direkt völlig crazy. Ja, wollen wir mal gucken, ob wir Lukes Haus finden oder so. Okay, jetzt sind wir fast auf der Spitze vom ersten Weg. Das kennt ihr schon hier rechts. Jetzt sieht man aber auch links da noch eine Bucht. Ja. Der Blick. Oh, jetzt kann man auch den Strand, glaube ich, sehen, wo ich gestern mal kurz schwimmen gegangen bin. Ja, das wird hier immer amazinger. Krass. Das ist hier so schön zu laufen, überall. Das ist einfach so kurze, weiche Wiese und nur die krasseste Landschaft und egal was für ein geiles Wetter, man hat immer an irgendwelchen Bergen so ein paar mystische Nebelschwaden. Geil, machen wir gleich mal Pause mit ersten Bierchen, würde ich sagen. Ich habe nichts mehr zu sagen. Guckt. Thank you.
ist dann Lukes Jedi-Tempel. Ne, keine Ahnung, aber das war der Weg. Hier wurde auf jeden Fall Last Jedi gedreht. Und ich vermute aber mal, hier auf dem Hügel und da auf der Insel, und ich denke, das war eine Kombination aus verschiedenen Places, das ist dann alles außer wie eins. Aber ja, wir empfehlen, ne, dass der Millennium Falcon mit der Rey komplett auf dem Meer. Da war ja eine ganz einsame Insel. Und aus dem richtigen Blickwinkel könnte das die sein. Und dann, wenn die einmal hier sind, hier gedreht. Holy shit, als mega Star Wars Fan schon interessant. Okay, da betreten wir mal Luke's Jedi-Tempel. Oh, holy shit. Das sieht geil aus, da was. Na, Kamin, aber Real Action. Das ist geil. Krass. Boah, ich raste hier so aus. Oh, das bleibt ein Boot. Ja, stimmt, das Video kann ich hier auch ranzoomen. Okay, scharf stellen tut sich das nicht, aber ja, seht ihr mal, so ein paar Sachen vielleicht ein klein bisschen mehr. So. Gehen wir mal hier runter, machen da mal erst das Bierpäuschen. Vorher war ich hier gerade nur am Laufen und mal kurz noch mit der Hütte und so gezeigt, aber da können wir uns mal ein paar Minuten hinsetzen. Wäre ehrlich gesagt auch eine geile Bewerbung für Seven vs. Wild gewesen, ne? Hier Irland Urlaub am Filmset von Star Wars. Durch die Hügel crashen und alles mit Bulli-Tour. Aber unmöglich auf 8 Minuten zu schneiden, und das ist mir auch diesmal echt wortwörtlich zu wild auf der Insel, zumal mein Sommerurlaub jetzt auch verbraten ist. Ja, aber das wäre ein nices Bewerbungsvideo geworden. Oh, Schiffchen. Yeah. Krass, hier in Irland ist nicht so mehr irgendwas mit Sicherheit. Ich weiß nicht, ob man das von meinen Füßen aus einschätzen kann. Aber so noch ein falscher Schritt nach vorne und dann bin ich da 100 Meter weit in so eine Klippe. Aber faszinierend und geil aussieht tut das schon. War das nicht sogar die Szene, wo der irgendwie mit seinem Stab da fischen war, der Luke? Weiß ich nicht. Und dann war da so eine krasse Bucht, wo der irgendwie war, wo doch, glaube ich, sein X-Wing versteckt hat. Das könnte hier diese Schneise gewesen sein. Kleinen hier würde ich sagen Ziege oder so. Für Hase ist es viel. Hier muss auf jeden Fall viele Viecher hier rumlaufen auf den Hügeln, die man jetzt nicht sieht. Krass. Boah, was eine epische Landschaft. Hier will man irgendwie einfach nur hinziehen. Weicheste Naturhügel, den ich hier besessen habe. Mit den schönen Blumen. Und guck jetzt da runter, während ich mir mein erstes Bier hier trinke. Möge die Macht mit euch sein. Hier ist die Klippe. Hier ist diese Steine, die ich euch vorhin nicht so richtig zeigen konnte. Jetzt sieht man es, glaube ich. Und ich meine, das war diese Aushöhlung, wo der da den X-Wing drin versteckt hat. Kann ich mich täuschen, aber wenn, ist auch egal, das sieht einfach nur fantastisch aus. Also wenn das natürlich ist, dann flippe ich aus. Das wäre echt krass. Steine.
Oh mein Gott, ich flipp aus. Ich habe hier die ganze Zeit mich schon gefragt, wo sind denn diese ganzen typischen irischen Schafe? Also Kühe und Pferde habe ich ganz viele in so Abzeichnung gesehen, aber fast keine Schafe. Und hier ist ein offizieller Weg wieder runter. Und da gehe ich jetzt ein bisschen links und kann einfach wild der Schafe streicheln. Oh, mega. Oh, das ist so krass. Wie geil. Komm mit, Freunde. Wir nähern uns dem ersten echten irischen Schaf, das man einfach so anfassen kann. Oh, sehen die geil aus. Ah ne, das sind richtige Schafsböcke. Und die laufen aber voll weg, wenn man kommt. Okay. Ich versuche mich mal langsam und still anzunähern. Na, habt ihr keinen Bock auf Menschen? Ach komm, ich will mal ein irisches Schaf anfassen. Ganz easy. Ich schaff das schon, dann berichte ich euch. Und ein bisschen Gras probiert. Aber die laufen immer weiter weg. Ich habe keine Chance, sie zu streicheln. Schade, schade, schade. So Leute, mega geil. Ich habe halt die Wand. Da kam ich von da hoch, da lagen da drei Schafe. Ich gehe ganz langsam hoch. Die sind wie von der Tarantel gesprochen, aufgesprungen und direkt weggerannt. Also nicht zum Vergleich mit unseren deutschen Schafen. Die sind so scheiße schüchtern. Aber ich glaube, die leben hier auch echt ziemlich autark, das Ganze hier. Die haben hier echt mega viel zu fressen auf diesen Wiesen. Und ich glaube, da kommt ab und zu nur irgendwann mal so ein Bauer, markiert und schert die ein bisschen und sonst gammelt die hier nur rum. Ich glaube, die haben so fast keinen Menschenkontakt. Also kein Wunder. Aber auch, also hätte ich die Schafe oben nicht gesehen, wäre ich auch nicht hier runtergelaufen. Ich glaube, da ist jetzt gleich noch ein richtig geiler Meerspot. Und diese geilen irischen, plüschigen Schafe da um mich rum. Ja, aber die sind so schüchtern. Ich habe mich mal 10 Minuten fast hier mit einem neuen Grasbüschel, die richtig lang und saftig sind, hingehockt, aber keine Chance, die gucken nur. C'est la vie, aber trotzdem richtig schön. Jetzt wirken die wie verrückt, aber ich habe ja auch deren Territorium bestritten. Aber dank den Schafen immer weiter runtergegangen, auch wieder diesen mega Spot hier entdeckt. Oh, Junge, Junge, boah, hier ist so eine Schneise. Geil. So ein Sitzbots kann ich mich jetzt hier voll reinsetzen und diese Ausblick nochmal genießen. Der war. Boah, jetzt muss ich aufpassen. Da geht's direkt komplett wieder so 50, 60 Meter runter. Boah, seht ihr das? Diese grüne Färbung hier. Das sieht bald aus wie in der Karibik. Aber halt noch viel geiler in irischen Klippen. Fuck auf die Cliffs of Moher, das ist hier so unfassbar episch. die Schafe da mitten am Meer. So Leute, ich sitze jetzt in diesem Rodel. Sag mal Cheers. Und schau hier, wie gesagt, auf Schafe und karibisch anhauchende Klippen. Ich glaube, so 5 Minuten Fußweg vom Auto kannte ich halt nur bis gerade nicht. Einfach nur echt geil. Ja, morgen geht es dann weiter Richtung Südküste. Mal schauen, wie weit wir kommen. Erstmal Ende Westküste und dann mal gucken. Aber hier komme ich, glaube ich, morgen echt normal hin und heute Abend vielleicht nochmal ein bisschen runter zu dem Strand. Aber erstmal den Spot hier genießen. Ich hatte übrigens überlegt, kann man, das Handy spiegelt hier so in der Sonne, aber ihr seht das vermutlich besser. Schaut mal, da sind so kleine Plateaus und so. Da hätte ich jetzt eigentlich echt Bock, da runter zu klettern und sich das von der Spitze davon anzugucken. Aber ganz ehrlich, ist mir ein bisschen kritisch, wenn ich da einmal ausrutsche, lande da unten in so einer Klippe, breche mir hinterher ein Bein und schaffe es hinterher vielleicht dann doch auf so einem Plateau. Aber hier hört mich keiner. Und dann würde ich in so einer dreckigen Bucht nur 5 Minuten vom Bulli elendig verdursten, obwohl überall Wasser um mich rum ist. Und das ist es dann, glaube ich, echt nicht wert. Dann lieber von hier oben genießen. Wir haben schon sonst bescheuerte Sachen genug gemacht. Ja, das ist eigentlich genug Abenteuer. Gerade als ich mal saß, kamen sie echt nah ran. So ein bisschen aus Neugier, aber sobald man aufsteht, rennen die wieder weg. Also nicht ultra weit panisch. Die gucken, dass die immer so ein paar Meter von einem weg sind.
Aber süß sind die auf jeden Fall immer. So, was haben wir jetzt? 5 Uhr. Jetzt geht's so langsam mal zurück zum Bulli. Mal die Lage checken. So, ich bin wieder zurück hier am Bulli. Aber ich glaube, die Cliffs habe ich gestern vergessen, hier direkt vor Ort vor der Wiese zu filmen. Sieht auch nochmal mega geil aus. Zum geilen grünen Wasser, was dann später ins Blaue übergeht. So. Wo träume ich da drauf? Hab ich schon. Brauchst du da drauf halten? Hast du ein bisschen Hügel im Hintergrund? Alles da. Okay. Und er laut, dir die Spüle auf. So Leute, Abendessen heute. Eine Dose Chili, frische Paprika und Tabasco rein. Gib ihm. So Leute, Bierkrug, Eichhörnchen, Chili mit frischer Paprika und Tabasco. Die Aussicht kann man sich mal gönnen. So Leute, der letzte Abend auf dieser wunderschönen Insel, Halbinsel in Dingel. Hier auf dem, ich weiß gar nicht, habe ich euch gar nicht gezeigt. Hier mein Guinness-Handtuch, das habe ich schon seit, ach, war ein Geschenk, fast 20 Jahre oder so. Passt natürlich in Irland, ohne zu Touri zu sein. Bin da gerade noch mal kurz reingelaufen mit den Füßen. Ich weiß, wie viele von euch mal wirklich irgendwo im Atlantik gegangen sind. Das hält man nicht aus. Das ist so unfassbar kalt, egal wie heiß es draußen ist. Ja, aber geiler Spot, schöne Aussicht auf jeden Fall. Ne? Oh Leute, schaut mal, was ich hier hinter den Klippen noch gefunden habe. Boah, ist ja richtig episch. So ein kleines Höhlensystem. Meine Hose ist zu lang. Da komme ich nicht mehr hin, ohne nass zu werden. Aber ein kleines geiles Cave-System. Sieht geil aus. Boah, ich bin echt lange an derselben Stelle und es gibt die ganze Zeit trotzdem was zu entdecken. So, Abenteuer Grunge hat jetzt drauf geschissen und hat sich jetzt eine nasse Hose gemacht. Sah einfach zu interessant aus. Boah, okay. Da sind die Türken, die grillen. Mit Kopftuch und Burka und dem volle Besetzung und sind einfach hardcore im Grillen und Müll am Produzieren. Irgendwie nicht anders als bei uns in Wuppertal, mitten in Irland. Oh mein Gott. Ja. Boah. Selbst da was? Nee, das ist einfach nur Müll, das ist kein sinnvolles Rohr, glaube ich. Schade. Geiles kleines Film. Oh, das war jetzt eine knappe Kiste, Leute. Die Höhle, die wir gerade erforscht haben, die war da hinten.
Und ich dachte erst, die hat meine Sachen geklaut, weil da noch so eine kleine Ausbuchtung ist. Aber ne, Pustekuchen, die Flut ist so weit vorgekommen. Ich musste schon richtig weit ins Meer, um hier wieder zu unserem Platz zu kommen. Also ich glaube noch eine halbe Stunde länger und ich wäre hier nicht mehr rübergekommen, ohne da durchs Meer zu schwimmen. Das wäre jetzt knappe Angelegenheit, aber hier ist wieder chillig mit Bier und Kuchen. Alles trocken und gut überstanden. Ich bin jetzt so weiter hochgegangen, um da ein bisschen Sonne zu haben. Da unten war jetzt schon Schatten. Ja, sowas nenne ich mal geiles Zeltleben, wenn man ein kleines Auto und ein Zelt dabei hat. Mega. Genau wie da. Hätte ich hier auch sofort aufgeschlagen. Geil. So. Seht ihr selber, was haben wir? Stellt sich eine Schaf. 20 vor 9. Aber hier ist noch, seht ihr selber, hier ist noch geil Sonne, muss man nur ein bisschen den Hügel hochgehen. Das werden wir jetzt noch so ein bisschen zelebrieren in den Abendstunden. Ach, und nochmal das Schild gefunden. Aber da waren wir heute dann Mohit am Star Wars Place. Boah, ist das episch, das hier echt zum Runterholen. Einfach mal hier in den geilsten irischen Küsten und dann noch Star Wars. Boah, Schauplatz, das sogar. Oh, was ist das denn? Direkt daneben noch ein Grabstein. Comdinio. Oder ist das ein Grabstein, Donner? So, ich habe so viele Außenaufnahmen gemacht, die haben mich, glaube ich, ewig nicht gesehen, oder? Hier hinter mir ist diese flauschige. Boah, guck mal, wie flauschig das Gras aussieht, das ist unfassbar, brauchst du gar kein Isomatte mehr, kannst du dich einfach reinflauschen. So, an dem Beach, da waren wir schon. Ich bin jetzt hier bei den Campern und den Zelten, aber das ist der letzte Spot, wo jetzt gerade noch Sonne scheint. Hier. Ich habe jetzt gerade nochmal ein Schild angeguckt, wo auch nochmal stand, dass Star Wars hier gedreht wurde. Holy shit. So. Oh doch, es ist ein schöner Spot für so ein abgedriftetes Selfie, ne? Ja. War richtig dieser Urlaubsscheiß, den man sonst so kennt. Von Instagram-Scheiß und so. Aber ja, ich dachte, hab so viele Außenaufnahmen gemacht, ey, dann nochmal meine Fresse heute am siebten Tag. Wir haben heute Samstag den. Boah, ich habe nicht geguckt, wann sind wir losgefahren, weiß ich. Aber Samstag sind wir losgefahren, heute haben wir Samstag, sieben Tage später. Könnt ihr nochmal meine Fresse im Sonnenuntergang sehen, wie ich das hier zelebriere. Trinke jetzt hier nochmal ein Bierchen in den letzten Sonnenstrahlen, genieße das hier. Und morgen hat Opa geguckt, die Westküste, den Rest, da gehen ständig Landzungen raus. Haben wir jetzt aber keine Zeit mehr für, deswegen fahren wir an den Landzungen vorbei, einfach Westküste bis in den Süden, mal gucken, wie weit wir kommen. Wollen noch ein kleines Stück Südküste machen, hoch nach Cork. Da wollte ich meinen Opa zum Essen und Trinken in so einem Hafenkneipen, whatever, auf jeden Fall in so einem Urpub mal einladen. Irgendwo da pennen, so Mittwoch, Dienstagabend, Mittwochmorgen, Nachmittag wollten wir zurück nach Dublin fahren, weil wir müssen ja Freitag um 13 Uhr die Fähre nehmen. Und haben uns 2 Tage für die Rückreise genommen. Ist schon ein ganzes Stück. Ja, und wenn ihr Bock habt, wie es hier so weitergeht mit Opa und mir, dann bleibt dabei. Boah, Leute, zieht euch mal bitte diese Abenddämmerung hier rein. Das ist fast so eine Postkarte schon. So Leute, mit dem wunderschönen Sonnenuntergang verabschiede ich mich von Tag 7 von Freitag. Seht ihr mich? Ich hoffe einfach mal, es war mir eine Ehre. Bis morgen am Tag 8, Sonntag, Grand Chabot Spade.